bin Geldanlagenbauer und arbeite in der Firma meines Vaters. Du überlegst ja was, baust es dann zusammen, schaltest du das ein und es funktioniert. Das ist einfach der Hammer, weil du es halt selber gebaut hast, mit deinen Händen quasi. Und nach einem Tag Arbeit fahre ich manchmal einfach in eine Werkstatt und mache was an meinen Rädern. Du servest immer wieder dein Rad und du weißt ja genau, was du da machst. Dann fängt man an und dann dauert es halt bis ewig manchmal. Und dann ist schon Haut vor Knochen, ne? Dann muss ich schon nach Hause. Das ist für mich an sich einfach nur so eine Entspannungsübung, dass ich dabei an irgendwelche anderen Sachen denken kann. Früher habe ich mit Skateboardfahren angefangen und dann ist mein größerer Bruder auf dem Trip gekommen, Fahrrad zu fahren. Und das fand ich dann irgendwie so geil und dann habe ich das irgendwann auch mal ausprobiert. Ich setze mich aufs Fahrrad und kann komplett meinen Kopf einmal ausklinken so, und alle Gedanken liegen lassen, weil dann diese Automation im Körper einsetzt. Du fährst jetzt gerade Fahrrad und du musst alles, was du hast, auf die Strecke hämmern und musst aber wiederum dich darauf nicht so heftig fokussieren, sondern deinen Fokus darauf setzen, an nichts zu denken. Ich kann ja alles fahren, was ich möchte. Ich kann mir alles so legen, wie ich das will. Ja, das heißt ja Freeride Mountainbike, ne? Du tust halt das, was du willst. Und das ist das, was einen so zufrieden an der ganzen Geschichte macht.